Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ja, nicht wundern, es ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus. Ich bin oben bei meiner Frau in der Wohnung und da ist eine coole Kooperation, würde ich jetzt sagen, zustande gekommen und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich habe zwei Sachen geschenkt bekommen, die nicht für mich sind, auch nicht für die Videos, ist für meine Tochter, also für die kleine Tochter, aber ich wollte euch das unbedingt zeigen und wir werden das auch mal zusammen auspacken. Das eine ist hier drin und dann haben wir hier noch einen größeren, der kommt danach dann dran. Ich muss nur gucken, wie ich das mache, nicht, dass ich mir mein Mikrofonkabel hier durchflexe. So, da haben wir doch. Ui, was ist denn da alles drin? Ach, guck hier, Hase. Drei Stück. So. Was ist denn das? Ach, cool, mit Erhöhung. Wo man die drunter verstauen kann. Ist ja geil. Wartet gleich, was das ist, zeige ich euch gleich. Ich muss das halt nur auspacken, weil da sind mehrere Sachen drin. So. Ich mache das jetzt mal rum. Und zwar habe ich bekommen. Upala, so. Das sieht jetzt nicht groß aus. Das ist ein Mülleimer. Also ein Mülleimer nicht, ein Windeleimer. Hier oben steht es auch. Und zwar ein Windeltwister von Tommy Tippi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Kooperation ist eigentlich durch einen Fehler, also durch ein Missverständnis zustande gekommen, also der Kontakt, aber egal. Und da habe ich dann halt so geschrieben und so. Und ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt und habe mich dann da mal schlau gemacht und das ist echt geil. Weil unsere Tochter jetzt, wir mussten die Nahrung wechseln. Von, was hatten wir, Hip war? Hip auf? Beber. Beber sind wir gewechselt. Vorher hat sie Muttermilch gehabt und dann ab und zu dazu Hip zugefüttert. Aber Hip hat sie nicht vertragen. Und dann jetzt halt Beber. Muttermilch ist nicht mehr so viel da, also mehr jetzt Beber. Und die Umstellung hat sie erstmal von Muttermilch auf Hip hat sie nicht so richtig vertragen. Und dann jetzt nochmal von Hip die Umstellung auf Beber. Also mit Muttermilch hat der Stuhlgang eigentlich gar nicht gerochen, eher so süßlich. Wa? Mhm. War eigentlich ganz angenehm. Also nicht so, wie ihr in den Videos kennt, wenn die Leute ihre Kinder wechseln. Also nicht die Kinder wechseln, die Windeln wechseln. Und gar nicht. Dann zu Hip. Ja, das war dann schon so ein bisschen müffelig. Ja, bei Hip hat sie ja bis zu 8 Tagen keinen Stuhlgang. Ja, bei Hip hat sie 8 Tage lang keinen Stuhlgang gehabt und so. Aber wenn dann was kam, war nicht wirklich so, wo man sagt. Und dann jetzt bei Beba. Verträgt sie aber? Das, was sie verträgt, also da kackt sie regelmäßig. Es stinkt aber die Hölle. Also täglich kackt sie jetzt. Also am Anfang nur alle 2-3 Tage, jetzt jeden Tag. Es stinkt aber wie die Hölle. Und ihr wisst, die ein Kind haben, wissen es, das soll es ja immer warm haben, da wo man es wickelt. Wickelzimmer ist Kinderzimmer. Und wenn du da reinkommst, und wir haben einen Windeleimer, wo man, also Tüte und dann Windeln rein, Deckel drauf. Es stinkt wie die Hölle. Es stinkt wie die Hölle, weil vor allen Dingen muss da warm sein. Und meine Frau hat da die Heizung auf 5 gebollert, da gehst du rein, dann kommt dir die Schweißfontäne erstmal runter. Meine Frau nicht, die ist sowieso, oh, ist mir kalt, bei 20 Grad im Schatten. Aber egal. Und da haben sie mich gefragt, ob ich das dann mal vorstellen wollen würde. Und da wird es dann auch, wenn wir die jetzt eine Weile getestet haben, wird es dazu auch ein Testvideo geben. Ich habe auch dann zusätzlich noch, das wusste ich nicht, 3 Nachfüllpakete bekommen. Die kommen dann hier rein. Und eine Erhöhung, damit der nicht so, weil der ist ja so ziemlich klein, dass er was höher kommt. Und hier unten, da kann man dann die Dinger reinmachen. Wir werden das auch gleich alles in einem separaten Video oder vielleicht hier, ich weiß es nicht, in einem separaten Video zusammenbauen. Und gucken, wie das alles funktioniert. Das soll jetzt erstmal nur ein Unboxing sein. Und diesmal nicht nur ein Produkt, sondern ein Unboxing zu 2 Produkten. So.
das hier alles mal beiseite. Nehmen wir mal den Karton hier. So. Puh. Also nicht wundern, ich schwitze wie ein Schwein, weil es ist warm geworden und meine Frau ist meine Frau, die ich über alles liebe. Du hast da runtergemacht, von 5 auf 3 oder was? Nein, die steht überall auf 1 jetzt. Überall auf 1, ich habe das Gefühl, ich bin hier, gehe ein. So, und zwar ist hier eine Badewanne drin. Ich werde euch das nochmal umdrehen. Ich hoffe, ihr seht das denn auch. Auf dem Bild ist eine andere Badewanne, also ist die gleiche Badewanne drauf, aber in einer anderen Farbe. Meine Frau, also sie haben gefragt, welche Farbe. Und da habe ich dann meine Frau gefragt und habe meine Frau das gesagt. So, da seht ihr diese. Warum gerade Badewanne, erzähle ich euch auch gleich. Ich muss nur das. Puh. Wir haben jetzt hier eine. Wartet, dafür muss ich dann nochmal wegschieben. Oh Gott, ist das eine Hitze, leck mich am Arsch. Uiuiui. Das ist unsere. Achso, ich muss erst mal gucken, ob ihr was seht. Das ist unsere Badewanne, die habe ich ja in einem Shopping-Video schon mal gezeigt, die wir jetzt haben. Hier ist der Stöpsel dran und die ist in der Badewanne. Und in der Wohnung ist halt auch nicht wirklich Platz, und wo man die irgendwie raufstellen kann. Die Waschmaschine ist zu nah an der Wand, in der Küche die Arbeitsplatte, da ist das Zeug halt drauf für Flaschenwärme und das alles und Wasserkocher, egal. Und wir haben halt nicht die Möglichkeit, das irgendwo hinzustellen, damit das höher kommt. Und meine Frau kriegt es langsam schon im Rücken. Die ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Und da fanden wir das eine geile Idee, wo sie uns da gefragt haben. So, warte, muss ich mal, also mich gefragt haben. Ich muss das hier noch rausnehmen, so, falls da was drin ist. So. Ach Gottes Willen, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das hier irgendwie überhaupt auseinanderkriegen. Ach so. Hä? Ach so, okay. Wir müssen das hier irgendwie an der Seite irgendwo. Oh Gott. Müssen wir das irgendwie auseinanderkriegen? Wenn es viele Teile sind, dann machen wir da auch noch ein Aufbauvideo. Dann könnt ihr sehen, ob es schnell aufgebaut ist, ob es lange braucht, ob es selbsterklärend ist. Ihr wisst, Anleitung lese ich nicht. Anleitungen sind was für Frauen. Ja, da lacht selbst meine Tochter. Hört, dass ihr hört. So. Oh Gott, wie kriegen wir das jetzt hier raus? Ach so, okay. Ein Teil. Nächste Teil. Also drei Teile haben wir schon mal. Vier. Oh Gott. Oh. 5, 6, 7 Teile bis jetzt, 8, 9 mit den Stangen. So, und wie gesagt, glaubt es mir, wartet, ich muss euch mal runter machen, glaubt es mir, wenn ihr eine normale Wanne hattet und dann sowas habt, alleine jetzt nur das Bild zu sehen und mir vorzustellen, wie dann ist, unsere Tochter zu baden, das ist im Gegensatz zu jetzt viel besser, rückenschonender. Weil es sieht ganz schön auf dem Rücken, muss ich sagen, weil die Wanne ziemlich tief ist bei meiner Frau. Und ja, wie gesagt, wir haben halt nicht die Möglichkeit, das aufzustellen. Ihr müsst die aber nicht auf diesen Stelzen haben. Ihr könnt die auch, da unten, ihr könnt die auch hier einfach so auf den Boden stellen und euch dazu hocken. Wenn ihr so alte Säcke seid wie ich und meine Frau und der Tag
mit einem Kind, glaubt es mir, am Anfang stellt man sich alle locker easy vor. Ihr seid über jede Hilfe, auch wenn es nur eine kleine ist oder Tool oder irgendwas, was den Alltag erheblich einfacher macht und entspannender macht, ihr seid einfach wesentlich dankbar dafür. Glaubt es mir. Ich zeige euch, mache auch noch Videos zu diesen und zu anderen Sachen, die kommen dann in eine Kinderecke. Auch hierzu wird es dann später noch in eine Kinderecke ein Video geben. Glaubt es mir. Es ist Sachen, wo man sagt, braucht man nicht. Macht man so, so, pff, geht. Über die Zeit hin, glaubt es mir, erspart das viel. So, und jetzt haben wir das hier. Jetzt muss ich den Karton mal hier rüber machen. So. Du hast ja aber Milch. Du hast da Milch aus dem Mund laufend. So. Jetzt haben wir das hier alles stehen. Und ich würde sagen, zum Aufbau mache ich ein separates Video. Das wäre ja Blödsinn, wenn ich das jetzt hier ellenlanges Video mache. Das ist ja Quatsch. Dann machen wir mal zum Aufbau ein separates Video. Odin baut auf. Für die Kinder. Oder das Kind. Die große passt da nicht rein. Die ist mit 12 Jahren ein bisschen zu groß dafür. Die geht schon in eine echte Wanne. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Nicht wundern, dass ich so durchgeschwitzt bin. Und es ist einfach warm hier oben bei meiner Frau. Fürchterlich, fürchterlich warm. Und ehe die Frage kommt, ja, ich bin fett. Ja, ich habe abgenommen. Und ja, ich weiß, man sieht's nicht. Ist halt so. Aber laut Waage habe ich abgenommen. So. Es hat mich gefreut, dass er zugeguckt hat. Wenn es euch gefreut hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.